Am Mittwoch, den 1. Juli 2015, landete zum ersten Mal ein Airbus A380 der Fluggesellschaft Emirates am Flughafen Düsseldorf. Um 13.20 Uhr setzte der A380-800 mit der Kennung A6 EOB auf der rechten Landebahn des Flughafens auf und rollte mit ca. 500 Passagieren aus Dubai kommend zum Terminal Charlie 02. In Zukunft wird jeden Tag ein Airbus A380 eine der zwei Flugverbindungen von und nach Dubai bedienen. Mehrere tausend Zuschauer und Planespotter warteten auf der Besucherplattform, die übrigens am Mittwoch kostenlosen Eintritt hatte, und versuchten Bilder vom Airbus zu machen. Kurz vor der Parkposition begrüßte die Flughafenfeuerwehr mit ihren zwei Flugfeld-Löschfahrzeugen den Riesenvogel und umhüllte ihn mit zwei Wasserfontänen. Auf dem Vorfeld warteten auch einige Dutzend Planespotter, die eine Flughafenrundfahrt gebucht hatten, und zahlreiche Journalisten, denen im Anschluss die Flugzeugkabine gezeigt wurde. Der erste A380-Linienflug war übrigens jetzt erst möglich, da die Kapazitäten des Flughafens vor dem Ausbau nicht für einen A380 ausgereicht hätten.